Das müsste ja auf jeden Fall möglich sein, weil wir können hier Rankengerüst herstellen. Das heißt, es muss irgendwo zu kaufen geben. Aber warum sollte es die Taverne haben? Das ist ja auch Käse. Ja, das sag ich doch. Der hat es. Hat es der? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ja, und der hat ja wirklich nur das mit Hanf. Okay, ab nach Hause. Oh, das ist auch schon fertig. Das verbrate ich jetzt aber erstmal noch nicht. Ich habe es ja verbraten, haha. Aber ich meine, verschwenden. So, Zwiebel. Gucken wir mal. Hanf, Weizen, Kohl, Rüben, Linsen, Zwiebeln, Kürbis. Ich habe sogar goldene Zwiebeln hier. Naja. Nichts mit Hopfen. Schauen wir mal. Ach komm, wir können Karotten doch jetzt schon mal runterbuddern. Würde ich sagen. Ja. Jetzt habe ich keine Seite gekauft. Schade. Irgendwas machen in der Zwischenzeit? Nee, eigentlich nicht. Oh, voll. Das ist natürlich praktisch, dass es jetzt voll ist. Aber es ist kein Eisenerz da. Er liefert nicht. Das klappt ja immer noch nicht. Chat. Das klappt nicht. Und ich weiß nicht warum. Aber eigentlich sollte das hier keine Kohle sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Wir haben sogar zwei hier, die er jetzt liefern können. Nichts passiert. Eigentlich das hier. Nichts. Guck mal, der letzte schon.
Gucken, ob ich den einen jetzt zumindest noch klein kriege. Nee. Nee. Reicht nicht. Das reicht nicht. Aber das ist okay. So. Auch schon wieder voll. Gut, dann haben wir jetzt Predigtag. Dann am nächsten, also den Tag darauf, kommt zu Frau Anmut. Ihr das Parfüm geben. Ja. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist endlich durch hier. So, dann jetzt hier erstmal. Oh Gott, hiervon haben wir auch schon. Oh, Holz. Also Brennholz. Hätte ich gar nicht gebraucht, wir haben ja Unmengen hiervon. Alles klar. Dann gehe ich das mal hier rein. Das hier, das auch. Das auch erstmal. So, die Kirche aufzuwerten. Ich mache jetzt auch die Kerzen nicht, weil das lohnt sich jetzt gerade gar nicht. Wir machen jetzt einfach die Predigt. Und ja, oder? Kerzen. Ja, komm. Gibt dann wahrscheinlich ein Glauben mehr. Immerhin. Wieder war kein Beichtstuhl. Das finde ich nicht okay. Ich sollte schon beichten, wenn ich hier bin. Ich habe die Predigt wieder vergessen. Das passiert jetzt jede Woche? Nee, das merken wir uns. Vielleicht sollte ich oben wirklich mal eine Kiste hinstellen. Ich glaube, das wäre mal nicht verkehrt. 4 Balken, 4 Nägel, 2 einfache. Dann packe ich da mal die ganzen Predigten rein. Das wäre vielleicht mal von Vorteil. Als Basis wieder. Gut, die Kerzen haben das ausgemacht. Nice. Gut. Ich würde jetzt nämlich einen Zombie wieder herstellen wollen. Die erste Leiche kommt. Das bedeutet, wir brauchen erstmal Zombiesaft. Gut, da können wir aber ordentlich was herstellen. Nice. Nice, nice. Okay, mal, wie weit das mit dem Eisen ist. Und kümmern uns auch nochmal um die Traubenernte. Aber wir brauchen jetzt einiges an Nägeln, ne? 24 Stück. Aber 15, achso, 15 Planken war ja hierfür, ne? War doch hierfür. Wofür waren nochmal 5 Seil, 15 Planken und 20 Nägel? Das ist nicht das. Ach! Ja. Imbissstand. Imbissstand. Ja, 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 ja. Ich hab's wieder. Ich hab's wieder, Chat. Ich hab's wieder. So, erstmal gucken. Der neue Amboss, der muss ja auch erstmal fertig werden.
Wieso kann ich die nicht aufwerten? Mal geht das vielleicht direkt dran? Ja. Sogar günstiger. So. Jetzt kriegen wir sogar die besseren Sachen. Gut, das haben wir gebraucht. Und das war wofür? Hierfür. Und da fehlt doch jetzt noch eine. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe 4 gebraucht. Das wird jetzt im Keller genutzt. Genau. Wenn wir jetzt sowieso wieder zurückgehen. Das hier noch. Oh scheiße, ich bin müde. Nichts zu essen. Seile können wir ja noch nicht fertig machen, genau. Aber das brauche ich nicht mehr. Ja, ein bisschen komplex, aber das ist okay. Das ist okay. So. Nee, ich penne nicht. Nee, 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 nee. Das täuscht, das täuscht. Das täuscht. So, 4 Nägel, die kriegen wir doch so. Die haben wir doch bestimmt hier. 4 Balken. Das müsste jetzt eigentlich für die kleinen Sachen reichen, die ich jetzt machen wollte. Hier zum Beispiel. Ist es noch nicht, nee. Ich dachte hier... Warte mal. Herstellen Hopfen. Aber wo kriege ich Hopfen her? Ah. Wieso ist noch keine Leiche da? So, man kann noch mehr davon. Oh. Okay. Alles klar. Skelett an der Wand. Aber warte mal, wahrscheinlich, wenn wir hier jetzt noch Blut reinlaufen lassen. Gibt das wahrscheinlich auch nochmal Bonus. Das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Im exakt 10, perfekt. Keine Leiche hier. Merkwürdig. So, wir haben plus 11. Wenn ich den fülle, 3 nochmal dazu, sind wir bei 14. Okay, dann kommen hier nochmal 3, sind wir 17. Dann brauchen wir hier noch einen und dann eben... Okay. Dann eben noch die 2. Das heißt, wir machen die 2 jetzt mal fertig hier. Brauchen wir also nur noch 4 von diesen Balken, 2 Kürbisse. Das habe ich jetzt gar nicht gebraucht, ne? Oder? Nee. Doch. Doch, doch. Alles gut.
Samen auch schon ernten. Oh. Kommt sogar mehr raus. Nice. Ah, ne, kam nicht mehr raus. Ich hatte noch was übrig. Okay, dann machen wir hier nochmal zwei. Also ich denke, dass es nur noch zwei sind. Ah, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht aufnehmen. Gott, wir müssen in die Stadt. So langsam. Ganz schnell. Ja, Karotten sind drin. Okay. Alles richtig gemacht hier. Okay, den Aufzug wollte ich ja noch bauen. Hey, den machen wir gleich. Den machen wir gleich. So. Ja, das sind tatsächlich auch nur zwei hin. Perfekt. So, dann heißt es, den hier noch einmal und Blutbrunnen füllen. Und dann haben wir die 20 Punkte zusammen. Sehr schön. Ich habe das Parfüm. Bitteschön, ein Fläschchen Parfüm. Ich würde dich am liebsten knutschen, so froh bin ich ja. Ich trage es bei meinem Konzert im Königspalast. Das wird der Höhepunkt meiner Karriere sein. Aber ich muss mich noch um so viele Dinge kümmern. Du bist so lieb. Vielleicht kannst du mir noch ein wenig helfen. Ich brauche eine romantische Geschichte für die Eröffnung des Konzerts. Vielleicht fällt dir ja was ein. Ich kann nicht gut schreiben. Oder ich will mir nichts zu triviales ausdenken. Ich glaube, ich weiß, wo ich eine gute Geschichte bekomme. Oh, in einen Mann wie dich könnte ich mich glatt verlieben. Ja, ist klar. Von höchster Qualität eine Liebesgeschichte. Ist klar. Geht das vielleicht zum Schmied verkaufen? Beim Schmied verkaufen? Aha, Liebesgeschichte höchste Qualität. Mich dünkt, ich muss was Neues. Okay, das ist eine Leiche. Ich muss was Neues herstellen für den Keller. Aber ich wollte jetzt auch in der Kirche noch was herstellen. Und dann den Aufzug noch. Das hier raus. Ist mal eine Kiste. Da unten, okay. Und ein Kerzenständer. Eine Geschichte jetzt noch loswerden. Ist das der Arbeitstisch? Oder ist das hier? Nee. Geschichte. Aber wie kriege ich da jetzt was Besseres raus? Da kommt ja nur Bronze.
Gut, das verstehe ich jetzt noch nicht. Ist jetzt auch egal. Wir machen einen neuen Zombie. Da entnehmen wir aber trotzdem Schädel und Blut, weil wir das brauchen. Da kriegen wir noch Fleisch hin. Sehr schön. So. Den packe ich jetzt aber erstmal hier unten hin. Oh. Guck mal, der Apfelbaum. Mit dem Äpfel. Nice. Ich glaube, wir können damit Apfelsaft machen. So, das wird, denke ich mal, in der Nacht jetzt nichts mehr. Ich fühle mich so erfrischt. So, da brauchen wir deutlich mehr. Steine kloppen. Kistenfabrik. Okay. Alter, uff. Ja, okay, der buddelt ja auch ziemlich tief, ne? Verliert aber kaum Energie, also das hätten sie auch schneller machen können. Alles klar. Oh, da braucht man aber ganz schön was. Kiste mit Zeug. Da kann man Nägel verkaufen. Krüge. Holla, die Waldfee. Alles klar, wir müssen ein bisschen mehr ernten. Und keine Energie mehr. Verdammt. Dann schlafe ich mal. Nee, wir können nicht schlafen. Wir müssen rüber. Wir müssen rüber, habe ich gesagt. Es ist nicht rüber. Oh. Okay, da unten. Hey, ich glaube. Oh, ich glaube, das. Das kann Zombie rübertragen. Das wäre noch besser. Reden wir über das Geschäftliche. Unsere Firma ist jetzt bekannt. Oh, großartig. Deshalb hat mir also der Bäcker heute Morgen Kuchen geschenkt. Die Leute reden über die hohe Qualität unserer Produkte. Wie schade, dass wir nicht mehr als 10 Kisten pro Woche verkaufen können. Mehr lässt die Lizenz nicht zu. Aber je besser unser Ruf ist, umso höhere Preise kann ich verlangen. Bald schon können wir darüber nachdenken, unsere Produktion zu erweitern. In der Stadt lebt man nicht nur vom Brot allein. Okay. Ich habe zwar noch nichts verkauft, aber okay. Okay. Gucken wir mal ganz kurz aus.
Dann kümmern wir uns mal wieder um die Ernte von allem. Nee, nicht von allem. Ach, scheiße, Arbeit. Aber zumindest vom Kürbis. Ach, scheiße, Respekt, ne? Scheiße. Ich wollte doch gucken, ob er noch Samen hat. Gut, den nicht. Den nicht. Guck mal, Apfelsaft. Oh, das kann man... Ja, ist klar, dass man es hier nicht... den Apfelsaft könnte man so verkaufen, denke ich. Ach ja, wir haben ja einmal abgeerntet schon. Nice Zwiebeln. Wenn wir erstmal das meiste für uns behalten. Naja, bis wir da unten richtig loslegen können, das wird auch ein bisschen dauern. Sehe ich gerade. Das wird ein bisschen dauern. Dann haben wir das erstmal. Regen. Noch eine Leiche. Oh Gott, ich habe den Traubensaft vergessen. Beziehungsweise die Trauben. Die müssen wir auch noch machen. Aber erstmal hier, ne? Looten. Da kann man eigentlich direkt wieder Rotten raushauen, weil wir brauchen noch sehr viel Blut. Das heißt, Karotten ernten muss leider auch sein jetzt. Hier oben aber definitiv noch. Das Ergebnis würde ich auch noch schnell aufheben. Und schon. Nice. Burger könnte man jetzt schon herstellen.
Ach, und den bist du auch. Bitte, bitte. Nein! Dann esse ich halt einen Apfel. So. Spiel. Was ist jetzt davon? So nämlich. Mehr nicht, ne. Gut. Gut, gut, gut. Dann nochmal kurz pennen. Dann werden wir uns um 5 Seile kümmern. 15 Planken, 20 Nägel. Und den Wein natürlich. Und passenderweise ist es dann auch der Tag des Inquisitors. So ein Zufall. Oh scheiße, die nächste Arbeit ist schon da. Ja, die muss jetzt liegen bleiben. Gee, ich grüße dich. Nee, was geht? Alles tutti bei dir? Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Direkt hier noch Wein herstellen. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Die Zwiebeln kommen in die Küche. Nehmen wir mal hier raus. Warte mal, das nehmen wir raus. Das bleibt hier drin. Theoretisch können wir schon mal Burger herstellen. So. Haben wir das? Ach, jetzt habe ich das Ganze rausgenommen. Ich wollte nur 8 rausnehmen. Zack. Dann bin ich krank, aber sonst geht es mir supi. Oh, gute Besserung. Wir testen den. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut hier. Ich muss jetzt noch hier ein bisschen Hanf farmen. Und... Der kommt gerade so in den Sinn, wir hatten es schon gefarmt. Schwierig. Sag ich doch, hier sind schon 15 drin. Wir hätten schon längst loslegen können. Alles klar, denn ab in den Kirchenkeller, Seile herstellen. Alles, was geht. Leichten Magen-Darm? Mach doch nicht diesen. Warum bist du denn jetzt so, Patschi, hä? Also wirklich. Ist schon ein bisschen frech von dir. Hier, so viele Seile machen wir mal nicht. Aber jetzt auch nur 5. Das heißt, 10 lassen wir hier. Passt. Ne, wir können ja hier nochmal ganz kurz ausräumen. Falsch. Schädel bleiben mal im Inventar. Loot. Das bleibt auch hier. Das bleibt hier. Denn Blut tut gut. So. Ab nach Hause. Weiß nicht, vielleicht auch was Falsches gefuttert, aber ist schon seit 2-3 Tagen so. Wird langsam wieder besser. Aber wirklich, ganz doll, gute Besserung. Hol dich, ne? Pass auf dich auf.
Vor allem, mach nicht diesen. So. Dann hier noch zwei rausnehmen. Warte mal. Oh, wir haben ja sogar noch 9 Holzbalken gehabt. Aber jetzt 15 Planken. 15 Planken. Einer ist hier. Wow. Oh, scheiße. Essen wir einen Burger? Wir essen einen Burger. Oh, gibt einen Buff fürs Angeln. Interessant. Reicht die Energie jetzt? Nee, wir schlafen mal ganz kurz noch. Ganz kurz. Der braucht sowieso, bis er da ist. So. Erholen? Streamer dürfen sich erholen? Ja, dürfen sie. Dürfen sie. Muss. Ist ganz wichtig. Manchmal auch richtig. So, Wein braucht noch. Oh. Wo bleibt er denn? Da ist er. Jetzt. Usch. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe viel zu tun. Ach nee, ich muss sie fertig bauen. Scheiße. Bin ja noch gar nicht so weit. Mein Fehler. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich Bier herstellen kann. Beziehungsweise wo ich Hopfen hier kriege. Burger kann ich schon. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Gehen wir mal ganz kurz hier. Braucht ihr nur 10 Bier? Auf höchster Stufe. Scheiße, hat er noch nicht mal. Ich glaube, es hackt. Wozu teleportiere ich mich, wenn es nicht hat? Oh, verdammt. Okay. Der hat schon mal kein Bier. Das wird jetzt nicht mehr mein bester Freund. Das sag ich euch. Ich sag's, wie es ist. Warte mal. Das hier mal hier runterziehen. Gut, ich muss Hopfen finden. Ich vermute im Kerker, wenn wir weitergehen. Das, denke ich mal, wird für Samstag dann unser Hauptding sein. Den Kerker abschließen. Ja, ich muss raus. Erschreck mich nicht so, Retsche. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Haunse, Baunse, aber nicht ganz so doll. Sorry. Gute Nacht. Schau dir das Zelt an. Und die Leute werden es lieben. Und du machst vermutlich ein kleines Vermögen. Ja. Weißt du, zuerst dachte ich, dass ich dir nicht vertrauen könnte, dass du irgendwann Probleme machst. Ich hatte dieses komische Gefühl, dass du nicht hierhin gehörst. Aber jetzt scheinst du dich angepasst zu haben. Du tust, was man dir aufträgt. Und Profit ist dein oberstes Ziel. Ich glaube, für jemanden wie dich ist in unserer Zukunft immer Platz. In der Welt, die wir in der Stadt erschaffen. Die Welt des reinen Glaubens. Ha, eines Tages. Das Publikum versammelt sich. Tu du deinen Teil und ich werde meine Aufgaben erfüllen. Gute Nacht, Lothig. Schön, dass du auch da warst. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Adieu. Oh, endlich. Kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemanden freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach viel zu viel Lärm. Nice. Ich kann meine Loyalität unter Beweis stellen. Ich kann dir bestimmt irgendwie beweisen, dass ich vertrauenswürdig genug bin, um auf den Hexenhügel aufzupassen. Hör wahr. Vielleicht werde ich dich eines Tages als Inquisitorenanwärter unter meine Obhut nehmen.
In der Zwischenzeit erwarte ich deine Berichte. Ja, gut. Aber was? Kann ich mich jetzt umgucken hier? Aber hier ist doch nichts. Ach, vielleicht am nächsten Tag. Ja, am nächsten Tag, weil die sind ja jetzt gerade hier. Nee, das ist nur der Baum. Am nächsten Tag wahrscheinlich. Gut, gut. War ein voller Erfolg. Können wir jetzt erstmal... Das ist doch das Schöne jetzt mit dem Roma-Baron. Ach nee, der Bergfeste war es. Falscher Punkt. Können wir mit dem Roma-Baron noch quatschen? Da zumindest einen Schritt weiter. Deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht. Er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Erzähl mir von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt. Aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde, ihre Dreistigkeit in der Stadt, kennt man sie als Frau Anmut. What the fuck? Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Frau Anmut ist die Tochter des Astrologen. Okay. Die letzten Tage waren auch sehr anstrengend. Hab fast jeden Tag mehrere Stunden nur am PC gesessen, um an Einstellungen rumzudrehen und mein OBS vollständig ans Laufen gebracht. Achso, OBS Studio, ja, ja. Das sind so erschöpfend, aber endlich keine Frametops mehr. Ja, immerhin, immerhin. EZ. Gut. Bein ist auch schon wieder fertig hier. Mal den auch gleich verkaufen. Interessant. Interessant, dann können wir ja gleich mit dem Astrologen noch quatschen. Oh. Das reicht als Liebesgeschichte? Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. Das hier rein, dann können wir zwei... Leichen ich doch noch machen. Zumindest erstmal hier hinlegen, dann verfaulen die langsamer. Müssen wir wann anders machen, das schaffe ich jetzt nicht. Klar. Na, jetzt haben wir die Zeit dafür. Jetzt können wir die zwei noch schnell machen. Aber wie viel haben wir hier noch drin? Zwei. Nein, geh weg! Geht weg, Holzscheite! Nein! Kusch! Kusch!
Verdammt. Verabschiede mich mal. Viel Spaß noch. Gute Nacht. Dir auch, Lizzie. Schön, dass ihr da warst. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut und pass auf dich auf, ne? Hau rein. Bis dann. Mach jetzt gut. Sagt die Ruth. Und die meint es nur gut. Sorry. I'm talking a little bit shit. Schon spät. So, wir machen aber auch nicht mehr ganz so lange. Ich würde das jetzt mit dem Astrologen noch kurz finishen. Haut holen wir jetzt nicht, das brauche ich nicht so dringend. Ah, ja. So. Das mit dem Bier, ne? Das ärgert mich halt doch schon ein bisschen. Dass ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie und warum. Lord Helmchen, wunderschön. Guten Abend. Ne? Noch nicht im Bett? Es geht. Alles tutti bei dir. So, dann hätte ich jetzt gerne hier noch die Ergebnisse. Nicht löschen. Hallo. Auf zum Leuchtturm. Wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hatte eine Tochter. Meine Tochter. Wo sind sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren. Aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nicht von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeraldas Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du musst meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Okay. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Ja, ich weiß ja nicht, du. Alles, was dir steht. Nice. Ja, alles Paletti. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, bei dir umso. Ja. Ja. Ist alles wunderbar. So, wie es sein muss. Auch wenn es gerade regnet im Spiel. Aber ja. Wir können Wein verkaufen. Ich. Nee, warte mal. Ich bin reich. Sehr gut. Dann rennen wir nochmal hier runter. Mal gucken, wie viel Loot wir schon wieder haben. Wie viele Skelettköpfe? Schädel, Skelettköpfe. Alter! Ich kenne noch nicht mal den Begriff für Schädel. Skelettköpfe. Wow. 4. Fehlt noch einer. So, Loot fehlt noch 6. Skelettköpfe. Mann. Ich bin schlau. So. Ah, ich wollte gucken, ob ich... Ah, nee, das konnte ich nie verkaufen, ne? Oder? Was mache ich denn mit einem Eimer Apfelsaft? Hm. Ich weiß es nicht.
pack's einfach erstmal hier rein. Da klickt. So. Die Kürbisse sind auch schon wieder fertig. Schau mal, Karotten wollte ich auch noch fertig machen. Einer. So, wie viele haben wir hier? 26 erst. Ich glaube, 42 brauchen wir. Jawohl, ich grüße dich, ne? Ne, 32 brauchen wir. Das geht. Guten Abend. Ne? Hast du endlich Feierabend? Bester Paul EU West. Ja, nice. Nice, das freut mich. Wie geht's dir? Das hört sich jetzt aber nicht erfreulich an. Mein Kind. So. Könnte man bestimmt herstellen. Ja, kommt nur eine. Es ist nicht ganz so wichtig. Denn ist es nicht ganz so wichtig. So. Ups, ja, okay. Dann weiß ich schon Bescheid. Dann bin ich voll im Bilde. So. Ich muss echt noch für den Kirchenkeller einiges herstellen und komme da gar nicht dazu.